Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic, zusammen mit der Zoe. Ja, guten Tag. Hallo. So, wir sind jetzt fertig mit allem, was vorher war, mit Planetenstories und wie auch immer. Wir sind jetzt bereit, nach Nar Shaddaa zu fliegen. Zum Superwachenprojekt. Bei mir. Zumindest. Jo, bei mir auch. Ja, stimmt, wir haben dieselbe. Wir haben dieselbe Story. Weiß schon gar nicht mehr, worum es da geht. Superwachenprojekt. Das werden wir jetzt erfahren. Ich bin auf Nar Shaddaa eingetroffen. Immer noch keine Rückmeldung von Agent Galen? Negativ. Negativ. Nach Tages und Ort Mantell befürchte ich das Schlimmste. Ich muss euch warnen. Das Projekt dort ist... Ich hätte es schon längst einstellen sollen. Gespräche wie dieses nehmen nie ein gutes Ende. Nach dem Sieg des Imperiums auf Coruscant waren die Leute verängstigt. Wir wirkten schwach und hilflos. Der Senat genehmigte die Forschung in einem Bereich, den wir nie hätten anrühren sollen. Den Einsatz von Technologie, um gewöhnliche Menschen in tödliche Waffen zu verwandeln. Das Superwachenprogramm erschuf den ultimativen Soldaten. Stark genug, um es mit einem Sith im Zweikampf aufzunehmen. Geil. Ihr unterschätzt die Sith. Die Sith haben die Macht auf ihrer Seite. Kein gewöhnlicher Soldat kann sich damit messen. Wir sind näher dran, als ihr vermutet. Auf Nar Shaddaa stehen uns die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kybernetik, Kampfaufputschmittel, Rüstung und Waffen zur Verfügung. Alles, was wir zur Erschaffung der Superwachen brauchen. Außerdem können wir uns hier der Regierungskontrolle entziehen. Wir befinden uns im Huttenraum. Ein neutraler Raum, in dem Gesetze faktisch nicht existieren. Okay. Gute Leute haben hier nichts verloren? Nee, eigentlich nicht. Ah, ich weiß zwar alles über die Hutten, aber erzählt mir davon. Das ist mein erster Besuch im Huttenraum. Was wisst ihr über die Hutten? Sie brechen das Gesetz schon beim Atmen. Aber sie lassen uns hier in Ruhe, ohne Fragen zu stellen. Ich habe einem einzigen Agenten die Verantwortung über das Superwachenprojekt anvertraut. Ich gab ihm uneingeschränkte Befugnis und ausreichend Credits zur Finanzierung des Programms. Die Forschungsanlage operiert absolut verdeckt. Nicht einmal ich weiß, wo sie sich befindet. Okay. Eine törichte Sicherheitsvorkehrung. Ihr hättet euch weniger Sorgen um euren verdammten Ruf machen sollen. Ich war im Glauben, die Republik zu schützen. Darth Angral kennt jedenfalls den Namen und die Kontaktdaten unseres Agenten aus der Datei, die auf Coruscant gestohlen wurde. Unser Agent ist verschwunden und Agent Galen ist auf der Suche nach ihm verschollen. Ich kann nur vermuten, dass sie entweder tot sind oder gefangen gehalten werden. Ja, was nun? Wie soll ich diese Anlage ohne jegliche Spur finden? Ihr bekommt Unterstützung. Ihr müsst euch mit dem Büro des Strategischen Informationsdienstes auf Nar Shaddaa absprechen. Der Leiter des Büros ist Chief Rikan. Das SED-Hauptquartier ist auf der Promenade versteckt. Ihr geht in ein Geschäft und benutzt dort den geheimen Turbolift, um euch mit Rikan zu treffen. Okay. Promenadegeschäft, geheimer Turbolift. Alles klar. Ich fühle mich schon wie ein Spion. Ich übertrage euch die Koordinaten des Treffpunkts und den Sicherheitscode für den Turbolift. Viel Glück. Vasatra, Ende. Glück brauche ich nicht. Ich habe die Macht auf meiner Seite. Glück Schmück, sag ich immer. Geht's nicht raus hier unten, ne? Ist schon draußen? Ja. Bin gerade. Komm jetzt gerade auf Nar Shaddaa an. Das lädt. Du. Guck mal, du tauchst hier auch gleich auf, oder? Oder ist das geschlossen? Ja. Achso, ja, nee, das ist geschlossene Instanz, ja. Das ist richtig.
Wahrscheinlich kommt hier gleich wieder irgendeine Story-Dienst. Ne, kommt nicht. Okay. So. Nascha David kontrolliert von Glücksbärchi GmbH. So, so. Okay, also den Handlungsbogen lassen wir erstmal weg. Mhm. Und also wir sind gar nicht in der Gruppe, deshalb sehe ich dich nicht. Okay, da haben wir ja nicht, ne? Nee. Ja, wieder klein machen. Aber auf einer anderen Instanz anscheinend, anderen Server. Da geht halt schon mal. Ich finde diese Stadtplaneten, also hier ist zwar ein bisschen Krampf. Ich mag die nicht, das ist, ich kann damit nichts anfangen. Ja, von der Optik her, wie gesagt, wenn das von 2020 wäre, würde das glaube ich schon ziemlich geil aussehen. Also nur von der Optik her. Vom spielerischen Faktor vielleicht immer noch nicht, aber. Mein Viraktyl guckt über die Veranda. Er ist auch begeistert von der Stadt. Guckt ganz gespannt über die Veranda. Ach, ah, sieht schon. Nein, aus! Guck, er guckt über die Veranda, er will da hin. Guckt okay. Da ganz gespannt rüber. Guck. Ich seh's doch. Okay. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Da hinten ist der Typ. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dann auf zur Promenade. Nur Promenadenmischung. Moin. Ich würde sagen, nach dieser Aufnahme moin. Gehen wir mal kurz auf die Viertel und die Rüstung aufbessern und mal wieder zum, wie heißt's, zum Training. Nach der Folge oder nach dem Planeten? Nach dieser Folge. Okay, hätten wir es auch vorher machen können. Hätten wir. Chief Rikan. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Wir wissen, das dass Agent Gal gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unsere Schwäche. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus, wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Rikan. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Das wissen wir nicht. Was ist los? So, als seien eure Agenten in Gefahr. Mein Untergebener sieht Gespenster. Das bringt unser Beruf wohl mit sich. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können. Okay, wer war dieser Kontakt? Was wisst ihr über die Person, die Galen treffen wollte? Laut dem General war es der Agent, der für sein Projekt verantwortlich war. Mehr weiß ich leider auch nicht. Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Ah, kein Problem. Agent Galen, guter Mann. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Dem stimme ich zu. Darth Angral hat den SID offensichtlich ins Visier genommen. Wir müssen hier raus. Wir löschen alle Daten und verlassen Nar Shaddaa. Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Galens Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Okay. Dann machen wir das doch. Wo müssen wir denn hin? Kunde und Kundin stehen hier rum. Okay, das war gut. Das hat man aber in Guild Wars, das hat man oft in solchen RPGs, dass sie so komische Bezeichnungen haben.
So, da sind wir im Nikto-Sektor. Und wir müssen GF, B4, G7 und R1 runterladen. Da haben wir das erste. Bist du da? Gut, ja. Dann mach ich das mal. Ich zähle das ja für dich mit. Bleib da. Hat's gezählt? Ja. Gut. Wieso kann ich nicht aufsteigen? Weil ich im Kampf bin. Oh. Dann müsst ihr gleich weg sein. Jetzt ist er weg. Okay, dann mach ich hier mal ein bisschen Rabauts. Boom. So, dann haben wir das zweite. Ja. Dann müssen wir zurück. Ah ja, da hinten ist es nicht so, das stimmt. Wandschock Wohnbereich. Ciao. Ah. Schaffst du's? Ja. Okay. Ja, dann können wir ja direkt wieder zurück. Ah ne, doch nicht. Chief Rikan? Ich habe sämtliche verschlüsselte Nachrichten von Agent Galen heruntergeladen. Ich übertrage ein Entschlüsselungssignal auf euren Holo. Daten werden entschlüsselt. Daten und Orte, gewöhnliche Verfolgungsdaten und eine Prioritätsaufzeichnung. Die spiele ich jetzt ab. Ich habe unseren leitenden Agenten gefunden. Tot. Die Superwachendaten sind verschwunden. Keine Hinweise auf den Ort der Hauptanlage. Aber es gab Hinweise auf ein Rekrutierungszentrum in der Nähe. Das Projekt nutzte Flüchtlinge als Testsubjekte. Das Rekrutierungszentrum ist meine beste Spur zur Hauptanlage. Ich werde es aufsuchen. Ich hinterlasse die Koordinaten des Zentrums für den Fall, dass etwas passiert. Galen Ende. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass der Feind unser Waffenprojekt gestohlen hat oder dass wir mit Flüchtlingen experimentiert haben. Tja, ich muss den Feind aufhalten, so oder so. Die Sith haben das Superwachenprojekt gestohlen. Ich muss es zurückholen. Ein blinder Angriff ist riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Agent Galen oder wer auch immer ihn gefangen hält, hält den Schlüssel zur Bergung des Superwachenprojekts. Die Spur führt direkt zum Rekrutierungszentrum. Ja, dann hin da. Wir müssen dort eindringen und herausfinden, was vorgefallen ist. Viel Glück. Rikan Ende. Das wissen wir nicht. Da vorne rein. Ja, ist ja jetzt nicht weit weg gewesen, ne? Ja. Ich dachte, wir müssen wieder zurück. Ich habe mich immer noch nicht um die Rotation gekümmert. Keine Ahnung, was da am besten ist. Aber ist ja auch egal, wir schwimmen ja eh nur durch. Wir kloppen einfach. Einfach kloppen. Zack, zack, weg. Hä? Nicht? Ach, bei mir ist immer alles irgendwie verkackt. Was ist bei dir verkackt? Alles. Alles ist gut. Ich bin hier, um zu helfen. Chief Rikan, das Rekrutierungszentrum war voller Imperialer. Voller Imperialer. Drei Stück. Galen, aber ich konnte einige Flüchtlinge befreien. Sith Hexer gespielt, den Nahkämpfer zu spielen, das ist sehr krass. Diese Leute haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um einen Sieg über das Imperium zu ermöglichen.
Ich heiße Wilner Rock. Ich habe seit Beginn des Projekts Freiwillige für das Superwachenprogramm rekrutiert. Diese Leute haben sich freiwillig als Testsubjekte gemeldet? Das Imperium hat ihre Heimatwelten gestohlen. Sie warten nur auf eine Chance zur Vergeltung. Über die Jahre haben sich Hunderte von Freiwilligen für die Superwachen-Experimente gemeldet. Sie alle sind Helden. Wir haben die Imperialen die Kontrolle erlangt. Was genau ist hier passiert? Ich habe gerade frische Rekruten organisiert, als die Imperialen plötzlich einfielen. Sie haben uns zusammengetrieben und eingesperrt. Ich weiß nicht, wie das Imperium uns gefunden hat, aber sie kontrollieren jetzt das gesamte Projekt. Ich muss das Hauptlabor finden. Verratet mir, wo die Superwachen-Experimente durchgeführt werden. Ich habe das Hauptlabor nie gesehen, aber es liegt irgendwo im Rotlichtsektor. Die Imperialen schicken Leute für Tests dorthin. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete auf ganz Nashadda. Wir werden das Labor niemals finden. Ich habe gehört, dass es das einzige Gebäude mit eigenem Energiereaktor ist. Hilft das? Absolut. Kontaktiert mich, wenn ihr im Rotlichtsektor eintrefft. Ich habe einen Plan. Rikan, Ende. Dann auf. Ich bringe diese Freiwilligen in Sicherheit. Ich hoffe, ihr tötet jeden Einzelnen dieser Imperialen. Das ist ja mal gar kein Problem. So, da sind wir im Rotlichtsektor. Mit dem Geschäftsbeauftragten. Hä? Achso, wir müssen da runter, ne? Irgendwie. Was ist denn ein Rotlichtsektor, Maus? Da gibt's viele Prostituierte vermutlich. Und Organverwerter. Organverwerter? Ja, hier stehen zwei Organverwerter. Okay. Hä, Prostituierte? Ich dachte, da scheint nur rotes Licht. Ich bin im Rotlichtsektor. Habt ihr einen Plan, um das Hauptlabor ausfindig zu machen? Wenn die Superwachenanlage einen eigenen Reaktor hat, dann ist sie immun gegen Fluktuationen im Energienetz. Meine Leute beobachten die Energiedaten des Sektors. Ihr müsst nur für ein paar Fluktuationen sorgen. Es sollte genügen, wenn ihr die richtigen Energieleitungen mit dem Lichtschwert überladet. Okay. Führt mich zu diesen Leitungen. Ihr habt sicher ein paar Ziele im Kopf. Übertrage die Koordinaten der Hauptenergieleitungen. Überladet sie alle. Und wir finden die Position des superwachen Hauptlabors. Und seid auf der Hut. Der Rotlichtsektor wird zivilisiert, aber er ist es nicht. Rikan, Ende. Pass auf! Oh, der Geschäftsbeauftragte. Mann. Hab ich ihn überfahren? Was? Schade. Rotlichttourist. Ja, das ist so ein bisschen wie... Erstmal. Das ist jetzt ein Thema, das schneide ich jetzt nicht an, das ist hier viel. Erstmal bei den Nutten rumtouren. Wo müssen wir denn hin? Hier, guck mal. Da unten. Ja, ich bin auch erst nach oben, weil ich gedacht habe, ich muss nach oben. Und du? Hat das für dich gezählt? Ach so, du hast schon. Es waren drei. Ach so. Hast du jetzt auch zwei, Nuno? Ich habe Leitung RLS 12 und 23. Ja, dann passt. Dann hat's ja geklappt. Dann hat's für dich auch gezählt. Chief Raka. Club Ultra. Nee, Ufora. Wir sind die Bremen-Fans. Oder wie, wer sind immer die Ultras hier? Oder sagt man das allgemein zu den extremen Fußballfans? Ja. In der Nähe? Hier ist ein Bluteropfer, ja. Guck mal. Hä? War das schon wieder? Ui, ja. Hab ich's hackt. Geil. Sie ist schon weitergefahren. Ja, ich hab dich gefragt, bist du in der Nähe? Dann hab ich das gemacht und dann ging's weiter. Ja, aber ich war noch im Kampf. Du fährst Ach so, das wurde mir gar nicht angezeigt. Verlässt
mich meinem Schicksal. Ja, machst du ja auch immer. Stimmt. Ja, siehst du? Jetzt werde ich eh gekillt. Tschüss. Da brennt ihr Schlampen. Diese Schlampen? Ja, die Druidenschlampen. Das sind doch bluter Teileschieber. Druidenschlamper, doch. Die Druidenschlamper. Oh, dieses einzelne Aufnehmen, ne? Was? Dieses einzelne Aufnehmen von dem Hut, ne? Krieg ich eins zu viel. So, ja, das ist echt nervig. Das ist echt nervig. Nervig? Nervig. Hier ist eine Ruhe. Ein kleiner Ranzen. Okay, so, fertig. Dann nutze dein Holo. Achso, schon wieder. Nur ein Gebäude im Sektor wurde weiterhin konstant mit Energie versorgt, als ihr die Energieleitungen gestört habt. Das muss das Hauptlabor sein. Ich übertrage die Koordinaten. Wir haben keine Ahnung, was euch, abgesehen von Agent Galen und den Testsubjekten dort drin, erwartet. Wie wollt ihr vorgehen? Ja, wie wollen wir vorgehen? Rein! Ja. Ohne Gnade. Ich vertraue auf die Macht. Jeder Imperiale dort drin wird sterben. Dafür werde ich sorgen. Mit etwas Glück erwischt ihr den Feind unvorbereitet. Euch erwartet ein heftiger Kampf. Es war vielleicht ein bisschen hart. Kontaktiert mich, wenn es vollbracht ist. Rikan Ende. Okay. Okay. Was ist denn das? Warte, dann müssen wir da zurück. Hä? Warte mal, jetzt muss ich gucken. M? Ich sehe es nicht. Ach, da oben. Ach so. Okay, dann fahren wir da mal hin. Ja, da kommen wir nicht dann oben, wa? Oh. Wieso? Geht doch. Schlute hier. Was Grünes? Rein. Auf in das Hauptlabor. Der Wachmann. Die sind wir schon getrennt, ne? Ja. Ja. Ach, shit. Da wäre ich auch gern Synchronsprecher gewesen von diesen verletzten Schreien. Schadenschreien. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Machst du ja so schon immer die Geräusche. Wäre für dich jetzt gar nicht so kompliziert. Deswegen. Darth Angral erzählte mir, dass ihr Wächter 1 und Inquisitor Farrath besiegt habt. Ach, muss ich nachdenken. Beeindruckend. Sprech doch noch langsamer. Als meine Männer sich nicht mehr aus dem Nikto-Sektor zurückmelden, wusste ich, dass ihr dahinter steckt. Ihr habt gute Männer im Rekrutierungszentrum getötet. Loyale Soldaten. Die Besten. Ja, besser so. Ich hink dir wieder hinterher. Nein, die Schlechtesten. Einfach inkompetent. Wenn sie auch nur ansatzweise gut gewesen wären, würden sie jetzt noch leben. Dafür werdet ihr langsam sterben. Ach, sabbel nicht. Ich habe Commander Grohl versprochen, dass er euch persönlich aushalten darf. Ich habe ihm ein paar Geschenke zur Hilfe dagelassen. Mark 1 Superwachen. Nicht so zerstörerisch wie meine neuesten Modelle, aber schnell zu fertigen und äußerst gefügig. Ihren nutzlosen Verstand zu löschen und sie mir zu unterwerfen, war ein Kinderspiel. Zack, wenn diese Leute bereits tot sind, muss ich mich wenigstens nicht zurückhalten. Commander Graul.
T7 hat da schon alles platt gemacht. Wir sind zu spät, Rikan. Darth Angrals Schüler hat das Labor verwüstet. Hier ist nichts mehr zu holen. Bei einem imperialen Offizier habe ich ein verschlüsseltes Datenpad gefunden. Es sieht wichtig aus. Vielleicht befinden sich darauf Informationen, wohin der Feind sich zurückgezogen hat. Bringt das Datenpad zurück zum Hauptquartier. Meine Hacker werden die Verschlüsselung knacken. Wir müssen schnell sein, um den Feind noch aufzuhalten. Beeilung! Schnell. Hä? Hey! Ich hab dich übergeholt. Übergeholt? Ja. Ui, wer ist der denn? Schnell aufholen. Für einen Stock hier. Tschüss. Oh Mann. Maul. Okay, was muss ich denn tun? Ich hab die gewarnt. Ich hab gesagt, wir müssen hier abhauen, ja? Wollten sie nicht hören. Ja, hab ich auch gesagt. Fanden die aber nicht so cool. Ja, weil die doof sind. Ebene Dö. Ah ja. Spezialagent Tanda. Und Agent Diaz. Er ist nur ihr Agent. Tanda ist Spezialagent. Agent 00 nix. Deswegen müssen wir auch mit ihm reden, weil er spezial ist. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Rikan gesagt, dass diese Basis verraten wurde. Ja, hab ich auch. Der Chief ist tot. Alle sind tot. Was waren das für Dinger? Ich habe einen kühlen Kopf und helft mir. Wir können nichts tun. Sie werden uns finden und töten. Ihr habt uns im Dunkeln tappen lassen, die Superwacheneinrichtung verschwiegen, uns nie von diesen Waffen erzählt. Oh, hör auf zu heulen. Wir sind hier geblieben und haben eure Mission gesagt, unterstützt, obwohl wir längst hätten fliehen sollen. Diese Toten gehen auf euer Konto. Ah, was laberst du? Lass mich in Ruhe, ey. Ich habe euch bezüglich der Evakuierung zugestimmt. Euer Vorgesetzter hat uns überstimmt. Ja, so nämlich. Er war inkompetent. Man hätte mir schon vor Monaten die Verantwortung übertragen sollen. Nach Rikans Tod habe ich nun das Kommando. Die Operation ist beendet. Agent Diaz, wir verschwinden. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Was? Was? Ich sage hier, wann hier Schluss ist. Ihr wollt noch nicht abreisen. Ihr wollt euch das hier ansehen. Ich will noch nicht abreisen. Wir sollten uns das hier ansehen. Ah, das müssen wir jetzt so machen hier, T7. Jetzt sei mal nicht so. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Mhm. Sir, ihr solltet euch ausruhen. Ich kümmere mich darum. In Ordnung. Gebt ihr alles, was ihr braucht. Weitermachen. Ich weiß, was ein Geistestrick ist. Macht das bloß nicht bei mir. Gebt mir das Datenpad. Mache. Entschlüsselung abgeschlossen. Der Feind hat alles aus dem Superwachenlabor in eine Notfalleinrichtung gebracht. Ich kenne diese Koordinaten. Eine imperiale Fabrik auf der Industrieebene. Wir sind ein blöder Droide jetzt dagegen. Schlecht. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich hab's nicht freiwillig getan. Ich wollte nur nicht so enden wie Spezialagent Tanda. Was? Warum sind wir noch hier? Ich könnte schwören, dass ich die Evakuierung angeordnet habe. Okay, dann... Ihr scheint euch nicht wohl zu fühlen. Euer Freund wird sich um euch kümmern. Genau. Mein Kopf dröhnt wie ein Vibrohammer. Ich habe im Kampf wohl was abbekommen. Sir, wir sollten General Varsatra informieren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich habe die Rückzugsposition des Feindes markiert. Viel Glück da unten. Nehmt das mit euch. Vielleicht könnt ihr es brauchen. Danke. Taxi, Taxi, Taxi. Was? Nee, das kann ich nicht brauchen. Schund. Also ich krieg nur genau die Sachen, die ich angelegt habe, vom Wert her. Ich im Moment auch noch. Beziehungsweise ein bisschen, manchmal kriege ich was Besseres und meistens ist der Helm oder der Gürtel nur. Ja, stimmt, wir sind ja, es wurde ja jetzt geändert, das System. Klar ist das so, dass wir gleich nur bessere Sachen kriegen, ist ja normal. Ja. Ja, ja, ja. So ist das ja jetzt, ne, hier. Psst.
So, dann auf zur Waffenfabrik. Wir müssen da jetzt wieder hin. Ach, du bist schon da, oder wie? Ich warte hier am Taxi-Dings. So schnell. So, da vorne ist es auch schon. Mhm. Okay. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Er wird mich dazu zwingen, euch weh zu tun. Er hat mich bereits dazu gezwungen, meine Kameraden im Stich zu lassen. Jetzt sind sie tot. Dieser Schmerz, wenn ich mich widersetze, er gewinnt immer. Lasst mich euch helfen. Ich beende seine Kontrolle über euch. Versprochen. Zu spät. Er ist hier. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Eure ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Er wird euch widerstehen. Er hätte mich angreifen können und hat es nicht getan. Sein Wille ist stärker als der eure. Ich habe ihn nur noch nicht ausreichend motiviert. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ich habe euch gewarnt. Schläft mir ein, ey. Er gewinnt immer. Ah, schade. Das ist was wert. Wir retten den trotzdem irgendwie. Meinst du? Also. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, schauen wir mal. Schau, ja, stimmt, er lebt. Aufhören. Ich habe die Kontrolle wieder. Der Schaden, den ihr mir zugefügt habt, hat die Neuralkontrolle deaktiviert. Zumindest vorübergehend. Ich spüre schon, wie meine Systeme sich selbst reparieren. Schön. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark III Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen. Alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Das müssen wir verhindern. Der Sith könnte Tausende oder gar Millionen dieser Superwachen bauen. Sadich baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen. Ich gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich. Nein, das kann ich nicht. Es muss einen Weg geben, euch zu befreien. Gebt mir Zeit, um Sadich zu besiegen. Mich befreien? Hiervon? Selbst ohne Sadich-Kontrolle würde ich nicht so weiterleben wollen. Ich werde euch nicht töten. Aber mir steht es nicht zu, über euer Leben zu richten. Vergesst eure Jedi-Ideale! Ich bin eine Gefahr für euch und die ganze Republik! Wenn ihr nicht das Richtige tun wollt, werde ich es selbst tun. Okay. Betet zu den Sternen, dass ihr mich nie wiederseht.
Tau. Sachen, wenn du durch bist. Ja, aber ich muss noch. Ich will noch. Mir fehlt für den Bonus noch ein Ding, den kill ich. Da. Achso, okay, dann mach ich auch. Man hat nur ein Kill gefehlt, und bin ich dann mit. Ja, dann bin ich durch. Okay, liebe Leute. Erstmal wieder hier raus und dann, wo müssen wir denn hin? Ne, wir sind auch durch. Ja, du bist sowieso durch. Nein, mit der Folge für heute. Das ist schon längst so drüber. Stimmt, ja, dann cutten wir jetzt schnell. Ja, ganz schnell. Schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffen, ihr seid auch dann nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Lord Sadic aufs Maul geben. Jawohl. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.